Da geht's weiter. Mit Dead Space 2. Genau. Ups, falsche Taste. Wir müssen uns jetzt ein wenig beeilen, denn die Ellie hat irgendwie große Schwierigkeiten gehabt. Aber sind wir denn jetzt da, wo sie... Oh Gott, das sieht irgendwie nicht gut aus. Sieht irgendwie aus wie so eine Gaskammer. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja nicht, aber so wie ich das Spiel kenne, werden wir es herausfinden. Unfreiwillig. Okay, da geht's abwärts. Und da rollt was. Das rollt aber sehr langsam. Oh nee. Oh, schon wieder Stalker, ey. Die sind ja überall. Ja, ist klar. Die halten auch unglaublich viel aus, so wie es aussieht. Und das eine rollende Teil ist gerade im Boden verschwunden. Oh. Naja, kann man nichts machen. Bleib still. Au. Meine Fresse. Wir wollen nochmal aufladen. Kreis. Ich glaube, so langsam haben wir nichts mehr zum Aufladen. Alles nur wegen den Stalkern. Naja. Wenigstens wissen wir, wie die Viecher heißen. Ja, dann müssen wir uns immer Namen ausdenken. So, wo lang nun? Ich will erstmal hier entsorgen. Guck mal da. Ich glaube, da ist noch was. Ach, kleine Babys. Ah, so. Trägt den Stalker mit erwischt. Zwei! Ganz schöne Reichweite, diese Baby-Granaten. Ja. Oh, wieso? Ist das Munition, ne? Nee, ich wollte Dings machen hier, verlahmen. So. Da war noch. Bei einer war noch irgendwo. Und wo ist die Frage? Wie benutzt man nochmal die Stase? Mit Zielen und Dreieck. Ach ja, Dreieck. Wo hast die? Mach ihn kalt. Ist voll geil, wie die immer so in die Ecken rutschen. Ja. Das müsste es gewesen sein. Hätte auch so Spieße nehmen können. Bo. Mehr will ich auch gar nicht wissen jetzt hier. Ja. Ich darf wieder hacken. Ein Ventilator. Ziemlich großer Ventilator. Warum haben Sie das getan, Stross? Ich ertrage es nicht. Ich dachte, Ellie könnte es. Ich musste sie sehen lassen. Schritt 3. Was ertragen Sie nicht? Was ist der letzte Schritt? Sie. Davor hatten Sie Angst, dass ich mich ihr stelle, den Marker zerstöre. Aber es ist zu spät. Sie müssen helfen. Sie müssen sehen. Schritt 3. Spross! Okay, hat er die jetzt echt gekillt, die Ellie? Ich will das. Oder sie erblindet? Erblinden lassen? Wie man es auch immer nennt? Keine Ahnung. Aber wir werden es ja noch rausfinden. Ja. Ich hack dann erstmal. Ich halte den ja für nicht ganz normal, den Typen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er das alles spielt. Das wäre doch auch geil, oder? Wenn der wirklich gar nicht so bekloppt ist. Sondern nur so tut, um uns dann auf eine falsche Fährte zu locken, um uns dann heimtückisch zu killen. Naja, aber... Oder so. Ach, hier geht ja alles im Bach unter. Ah, schon wieder. Aber die waren auf der anderen Seite. Kommen die da rüber? Ich will das gar nicht wissen. Hoffen wir mal nicht. Die könnte man die nennen. Weiß ich nicht. Wie wär's mit von der Decke kotzt. Nee, Mörser. Mörser. Zombie-Mörser. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Die spucken ja immer so was aus. Noch mehr Fragezeichen. Ja, ich höre es. Da an der Wand. Da, rechts von dir. Da ist ein Knoten. Ja. Meine Güte, hier kannst du manchmal nur langsam durchgehen. Ja. Vielleicht soll man das ja auch.
Aber ich finde, bei Dead Space 2 ist schon mehr Schießen drin als im ersten. Ja. Also im ersten gab es noch mehr Stellen, wo du richtig, oder richtig Schiss hattest. Die gab es in aber auch genug. Ja, okay, aber nicht so häufig und so intensiv wie im ersten. Fand ich. Ein Online-Shop. Wieso online? Also, ja, einer, der online ist. Willst du das aus dem Store runterladen? Ja. Sollen wir es verkaufen? Bisschen davon. Nichts gefunden. Kein Leiter oder sonst irgendwas. Ja, was ist das? Bisschen arm. Sucher. Das Sucherprojektile. Projektile für Suchergewehr. Haben wir das Suchergewehr? Ne. Knoten können wir kaufen. Ja, genau. Plasma-Cutter-Energie. Ist immer das Klügste. Ja, wo man Munition eigentlich fast gar nicht hier kaufen braucht. Oh. Ja, gut. Von Raum zu Raum wird es dunkler und zerstörter. Und hier sind irgendwelche... Irgendwelche Viecher. Ich will gar nicht wissen, worauf ich gehe. Was ist das? Ach so, normal, ist okay. Das sieht so krank aus, wenn die so langsam laufen. Boah! Wow, Alter, war der fix hier. Ja. Geh. Ja, ja, der hat Frischfleisch geworfen. Alter, schießt die nur nach vorne. Bein weg. Und Kopf weg. Okay. Kaputt. Unschädlich. Ein Ofen. Nicht nach unten? Ne. Ich hätte jetzt eher getippt, wir müssen wieder nach unten ins Dunkle. Bist du in der Höhle? Ich will gar nicht wissen, aus was die Wände gemacht sind. Wie war das bei Fluch der Karibik 2? Und dann ist wo ist der Rest der Crew? Diese Käfige wurden gemacht, nachdem wir hier gelandet sind. So. Dann müssen wir durch. Was ist denn das? Zugang zum Thermal. Was? Energiestörung. Zum Thermal. Oh Mann, ich kann es nicht lesen. Thermal-Scanraum. Da muss wahrscheinlich irgendwas unten in Gang setzen. Oder oben. Ne, unten. Also müssen wir doch nach unten. Kommt was. Da war was. Da kam nix. Ja. Boah, Alter, ist das dunkel, wenn er die Waffe runternimmt. Ja. Also ich schätze mal, du musst wirklich nach unten. Ja, es fehlt bestimmt wieder irgendwie so eine Energiezelle oder so, die du da einsetzen musst. Wahrscheinlich. Oder irgend sowas. Ich renne mal nach unten. Sieht ein bisschen aus wie die Bathöhle. Ein bisschen. Ich teste uns gleich als Zombie angreift. Tot. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her, ey? Keine Ahnung. Das war doch vorher nicht so, ey, so krass. Oh. Teil liegt noch da unten, schießt drauf, dann geht der andere mit drauf. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Hab ich gemerkt. Die ganze, Alter! Die ganze Couch hat gezuckt. Boah. Lass dich nicht fressen. R1 war schlagen, falls du das suchst. Ja. Ja, ist wieder ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Teilen vergangen. Alter! Boah. Tor! Ich sehe kaum was. Ich sehe nur, dass wir die ganze Zeit angegriffen werden. Ach, ich weiß gar nicht, wie das für die Zuschauer ist, wenn YouTube die Qualität sowieso noch ein bisschen verschlechtert. Was sie ja gerne tun. Überall diese Tentakelviecher, ey.
So, es ist ruhig. Aber da so viele Monster kamen, denke ich mal, du warst richtig. Ja. Zumindest in der richtigen Richtung. Es hört nicht auf. Ach, guck mal. Öffnen. Ah. Sieh mal einer, guck. Stehen noch Kisten. Warum muss das Teil denn einsetzen? Die Frage habe ich mir gerade auch gestellt. Oh, guck mal, da hinten ist so eine Öffnung. Ah, da war doch was. Das ist so ein kaputtes Ding gewesen. Oder so ein durchgebranntes. So. Scheiße, dass er da nicht rennen kann. Ja. Aber es gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel beim Zielen überhaupt nicht gehen zu können. Resident Evil. Ohne jetzt ein Spiel benennen zu wollen. Ja. Fünf. Gut. So. Weg damit. Hörst du dieses unheilvolle Brummen? Ja, ich höre die ganze Zeit irgendwas. Licht. Yeah. Licht aus. Monster. Ach du. Mach das Licht an und die Monster erscheinen. Tot. Wie Qualm. Oh, und die Tür oben funktioniert wieder. Hab ich gerade gesehen. Boom. Boom. Boah, ich höre dieses Baby schreien die ganze Zeit. Das ist echt krank. La la la. So, ich nehme jetzt mal den Tacker. So, direkt ausprobieren. Opfer. Ey. Pock. Ist ja nur so eine Zeitlupe wegfliegen. Willst du die Wanddekoration ein bisschen verschonen? Ja. Boah, Alter. Bam, Headshot. Den hat zerlegt. Der hat gesessen, der Schuss, ey. Gut. Tür auf, Tür auf. Oh, hier wird's ja immer schlimmer. Oh, Licht. Kleine Taschenlampe brennen. Vor allem wird's immer kälter, sieht so aus. Ja, irgendwie so. Heiß? Ich nicht. Kannst ja mal dran lutschen. Nee. Das Wetter passt nicht. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt meinen Teil hier. Ja, wäre ganz so nur ganz okay. Speicher dann mal jetzt. Ich habe auch immer so ein Glück mit den Speicherpunkten, ey. Ja, und wir sehen uns im nächsten Teil. Genau, bis dann. Tschüss.